Ja, moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. Und ja, wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß, dass wir jetzt erstmal hier ein paar Wunden zu lecken haben. Und ja, was macht RimWorld? Ein paar Minuten später, ich habe gerade angefangen, ich habe mich hingesetzt, ich habe hier angemacht, dachte okay, jetzt erstmal so ein bisschen chillen, erstmal ne, erholen. Nö. Nö. RimWorld denkt sich, ach, komm. Die können wir doch jetzt einfach mal so richtig schön äffen. Und das macht RimWorld auch wirklich bemerkenswert. Indem es eine Boomer Loop hier aggressiv werden lässt und gleichzeitig hier noch Gegner reinholt, die auch Feuer spucken. So. Und wie ihr seht, haben wir auch gar keine Zeit, uns wirklich umzuziehen. Kommen sie mich schon alle? Haben sich jetzt alle halb ausgezogen? Natürlich nicht optimales. Oh. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Aber hey, was ist hier gerade schon toll? Und wir haben einen Gefangenen, sehe ich gerade. Ich weiß, was die hier unten machen wird. Dementsprechend müssen wir da auch mal eben kurz hinjumpen. Ja. So, Eric wird gleich gerettet, hoffentlich. Aber wir haben ja verschiedene Gruppen, wie es aussieht. Ja, also wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn Impede nicht depressiv wären. Wunderschöner Asket. Aber die sind halt so an sich nicht schlecht eigentlich, ne? So von den Werten her, aber dass sie depressiv sind, macht die eigentlich komplett unbrauchbar. Das macht der Macher eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Und Master Rick hat irgendwie keine Waffe. Dachelfallen können anscheinend brennen. Nein, du sollst nicht drei Blocks drumherum laufen. Aufreiben 10, neurotisch, auch nicht so toll. Aber können wir gut entführen. Das können wir gut machen, weil die blutet nämlich relativ lange. Eric hat nicht viel abgekriegt, das ist gut, aber lässt auch irgendwie die Frage aufkommen. Ja, also Stahlfallen sind anscheinend doch nicht so geil, weil sie sind, was Feuer angeht, richtig schön kacke. Das finde ich nicht toll. Ich meine, dass Stahl anfängt zu brennen, das bedarf schon einer gewissen Hitze und finde ich jetzt nicht so geil. Was machst du da? Achso, wollte schon sagen.
Das Gute ist, wir haben jetzt hier einen Gefangenen, vielleicht auch gleich zwei, müssen wir mal gucken, mit dem wir ja schon mal sehr gut arbeiten können. Denn wir können Holzbein implantieren, linkes Bein haben wir, ne? Genau, dann machen wir das rechte Bein. Also eigentlich war der Angriff gar nicht mal schlecht. Wobei die Holzhände braucht man nicht unbedingt. Wir brauchen die Holzbeine erstmal. Wir müssen priorisieren erstmal, weil ich weiß nicht, wie viele wir jetzt genau haben. Wie lange lebst du noch? Hm. Auch tot, ne? Ja. Der einzige Überlebende. Da ist noch ein Überlebender. Hm, in 10 Stunden tot. Bei dem bin ich mir halt nicht ganz sicher. Weil er ist zwar aufreibend. Ja, wobei, so toll ist er auch nicht. Der hingegen könnte, weil er wunderschön ist, ja gut, aber der ist halt depressiv. Und hat eine schwache Immunität. Also eigentlich ist er kacke. Ne, also sind wir mal ehrlich, also eigentlich ist er kacke. Da brauchen wir eigentlich gar nicht das irgendwie schönreden. Es ist kacke. So. Aber wir können mal eben kurz gucken, hat der irgendwas Schönes? Einen Schleier, okay. Komm, entkleide dich. Guck mal, den nehme ich hier. Genau, guck mal, den Stoff und so. Genau, nehmen wir mit. So, den nehmen wir auch mit. Und dann haben wir es. Wundervoll. Soweit geht es den Leuten gut. Obwohl wir... Obwohl das ein fieser Angriff war. Und wir haben... Wo zur Hölle ist das Monoschwert? Hä? Anik ist doch gar nicht umgefallen. Anik ist doch gar nicht umgefallen. Wie kann der... Ist der irgendwo anders umgefallen? Hat der eine andere Waffe gehabt? Bin ich besoffen? Was ist denn hier? Ich muss gleich mal eben kurz anhalten. Beziehungsweise ich muss gleich mal eben kurz eine Pause hier machen. Und dann mir das Video mal angucken, wo das gelandet ist, weil ich sehe es gerade. Da, oh, ich wollte schon sagen. Oh mein Gott. Okay, alles gut. Oh mein Gott, ich hatte echt Sorge gerade, weil das wäre überhaupt nicht cool gewesen, weil das ist wirklich wichtig, das Monoschwert. Ich meine, es gibt ein paar Waffen, da ist es egal, das ist nicht ganz so wichtig. Aber das Monoschwert, das ist wichtig. Das ist nämlich verdammt wertvoll. Wir haben hier noch eine schwere MP, die können wir nehmen. Wobei Masterick war das, glaube ich, ne? Der, ja genau, Masterick muss den nehmen. Allgemein müssen wir hier mal wieder ein bisschen die Waffen zuteilen. Ich glaube, war das Angel? Ja, Angel hat noch ein bisschen Stuff dabei. Und hat das nicht so wirklich... Ja. Also ihr seht, ist alles so ein bisschen Organisation gerade. Aber hier wird auch nicht so wirklich gemacht, was ich haben möchte. So. Gut, was Eric angeht, da müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Ich bin nur überlegen, ob wir es einfach so machen. Ohne die letzten Punkte. Ohne den letzten Punkt. Ich meine, ruhig ist schön, dass sie sich dann nicht kloppen und was weiß ich, keinen umbringen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir langsam diese Vorteile. Oh, hier, guckt mal. Wir warten mal ein bisschen mit der OP. Giftmüllentsorgung, Hypergewebe. Medizin? Hm.
Aber 202 Giftmüllpakete. Das ist schon viel. Wir überlegen, dass hier ein Paket 6 Kilo wiegt. Ich will mal eben kurz gucken, wie viel wir theoretisch mitnehmen könnten. Bin zwar kein Mathe-Crack, aber ich kann es mal eben überschlagen. Mal da vorne zum Beispiel den Scheiß hinwerfen. Wir nehmen hier die beiden mit. Dann haben wir schon mal 100. Das wird nichts. Wir können ja gerade mal 25. Wie oft wir da hin und her gehen müssen. Für einen so ein. Ja, leck mich mal, mal. Nee, nee, nee. Das geht ja überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Was ein bescheidenes Angebot. Geh mal schön weg. Das hier hingegen, meisterliches Stahlschwert, ist so auf dem Niveau um den Dreh von einem Trumbo-Hörnchen. Ne, hat 7, 39. Ein meisterliches Langschwert, was leider nicht mal Plastahl ist, hat 12, 4, 8 und 48. Ist also nicht schlecht, das ist schon eine gute Waffe. Ein Schildrucksack, ja, bla. Aber das hier ist interessant. Warum? Da kommen wir wieder zur Zocker-Kitty, die jetzt hier in unsere Kolonie gekommen ist und wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass die Verdammnis über uns hereinbricht. Nichts gegen dich. Aber ja, hier gibt es einen Bohrarm. Und ich wusste vorher nicht, dass der Bohrarm auch die Arbeit an dem Ding hier verbessert. Das heißt, wir könnten mit einem Bohrarm unseren Output deutlich verbessern. Wusste ich halt nicht. Dementsprechend würde ich sagen, nehmen wir das. Ne? Da müssen wir dann hin und die Manneken tot machen. Verwilderung Sophia. Es ist wirklich, es ist immer die gleiche Scheiße hier. Warum? Warum muss mich das Spiel so quälen? Ich meine, du hast einen bescheidenen Aufenthaltsraum, wo du spielen kannst, du alles machen kannst und hier ist Entspannungsmangel. Ich meine, ich werde die gleich wieder einfangen, ja? So ist das nicht. Das wird schon klappen, aber trotzdem ist auch scheiße. Wo will die überhaupt hin? Komm, ich fütter dich. Hallo. Hallo. Hm, 18%. Das wird nicht lange dauern. Gut, dann haben wir jetzt erstmal die Aufgabe, hier Sophia zurückzukriegen. Weil RimWorld mich ja noch nicht genug durchgenudelt hat. Genau, ist noch meine Vorräte weg. Ist okay. Das Spiel macht mich fertig, ey. Aber vielleicht ist das Spiel auch gnädig? Wir haben nämlich hier gerade Landstreicher gekriegt. Ich weiß nicht, ob die gut sind. Aber das werden wir jetzt rausfinden. Scheiße. 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 Na, das ist doof. Aber stark neurotisch ist eigentlich. Und Kurzschläfer, es ist schon okay. Aber nur okay. Also der hat ein paar Sachen, die ich vielleicht gerne haben würde. Aber auch nee. Also eigentlich nein. Kannst du eigentlich alle vergessen. Was haben die für Waffen? Keulen. Naja, wir müssen sie jetzt weiter anwerben und dann
Warten wir einfach. Wir lassen den jetzt einfach in Ruhe. Wir machen da nichts. Mech-Reparatur nötig. Wer hat eigentlich den Mech-Link? Ich glaube Masterick, oder? Nicht für Schmieden. Ah, deswegen geht das nicht. Masterick ist nicht für Schmieden zugeteilt, aber für Schneidern. Aber jetzt könnte er theoretisch den reparieren, ne? Ja. Perfekt. Gut. Ja, dann wird es hier mit Sophia halt erstmal so weitergehen und ich hole euch wieder dazu, wenn wir sie endlich haben, und weil das ist wirklich langweilig, die ganze Zeit zu warten da. Und dann werden wir die Aufgabe machen, und zwar müssen wir dann hier unten hin. Es ist relativ weit in der Wüste und hat 5 Gegner, also da müssen wir echt mal gucken, wie wir das anstellen. Louis werde ich wahrscheinlich gleich zu Hackfleisch verarbeiten, wobei hier sich auch wieder keiner um Dings kümmert, um Kochen. Das wird Arnig machen müssen, weil ansonsten passiert hier rein gar nichts. Ja, dann machen wir das mal so. So, alles geht soweit wieder seinen Weg. Sophia ist da. Und es wird hier verarbeitet. Es ist noch nicht alles so, wie es vorher war. Aber wir müssen weitermachen. Hier haben wir noch ein paar Besucher. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt auch langsam loslaufen. Ich lasse den jetzt auch hier ein bisschen was verarbeiten, damit wir da nicht ganz so viel rumliegen haben. Aber so an sich. Ja. Wobei, das sieht jetzt eigentlich schon ganz gut aus. Da können wir jetzt eigentlich schon weitermachen, würde ich sagen. Gut, dann werden wir jetzt einmal kurz die Leute hier in ihre in den Anzug machen. So, weil wir brauchen auf... Oh, Luchse. Das ist uninteressant für uns. Außer wir wollen vielleicht Tiere haben, aber da wir keine Inspiration gerade haben oder sowas, dann können wir es vergessen. Wir brauchen eine Karawane. Die werden wir auch gleich zusammenstellen, denke ich. Gut, wen nehmen wir gleich mit? Ich denke Sophia, Arnig, No Name, Eric, also die Nahkämpfer. Und dann sehen wir uns gleich, weil es auch schon später ist hier. Und wir wollen die Folge ja nicht ganz so krass überziehen. Sehen wir uns dann gleich bei dem Dingelchen wieder. So, jetzt sind wir gleich da. Und wie ihr seht, habe ich nur 3 Leute mitgenommen, weil Sophia mit der halben Gehirnhälfte wirklich viel zu langsam ist. Und warum ist den Leuten eigentlich langweilig? Also auch die ganze Zeit hier, von wegen keine Entspannung. Ich meine, ich habe hier schon so geile Dinger stehen, ja? Ich habe alles gebaut, was denen irgendwie gefallen könnte. Wir haben sogar einen Hufeisenstab und trotzdem ist denen langweilig. Oder sie haben Entspannungsmangel. Ich verstehe das nicht. Egal. Wir sind auf dem besten Wege hier die Gliedmassen zu kriegen. Ah, shit. Ja, das sind die. Das hätte ich mal wissen müssen. Also ich hätte es nachgucken können, sagen wir es so. Hätte mal nachgucken sollen. Weil Feuer ist ganz, ganz ungeil eigentlich. Also für Arnig zumindest. Aber die greifen auch nicht an, ne? Und deren Bude brennt. Sehr gut. Bezahlung ist schon eingetroffen und wir sind auch erfolgreich gewesen. Und bevor das irgendwie hier in die Hose geht, hauen wir auch gleich wieder ab. Aber das hier war wirklich ein schneller Schlag. Und da seht ihr auch mal, wie stark das Monoschwert einfach ist. Also, oder wie stark Arnig ist. Das wäre vielleicht, auch ein ganz gutes Bild eigentlich. Eine Art Vergeltung.
Ja, das könnte man vielleicht ganz gut fürs Thumbnail nehmen. Mal gucken. Auf jeden Fall hat das sehr gut funktioniert. Sehr, sehr schön. Wir haben leider nicht so wirklich viel, was wir hier mitnehmen können. Ist halt so. Wir könnten noch die Leichen mitnehmen. Allerdings nimmt das ganz schön viel. Nee, Leichen sind zu schwer. Ja, da scheißt mal der Hund drauf. Das ist egal. Dann gehen wir einfach so zurück. Und es geht's gut. Das ist das Wichtigste. So. Und da kommt die Bezahlung. Und die Bezahlung ist deswegen so interessant. Weil wir zum Beispiel aus Sophia... Wobei Sophia war das... war Sophia gut Bergbau? Ja. Wir haben ja hier Bergbau mit Sophia gemacht. War das vielleicht mit jemand anders? Das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall müssen wir sowieso Bioregeneration noch bekommen und bla. Aber dann könnten wir hiermit einen richtig, richtig, richtig guten Bergbauer machen. Wir bräuchten nur zwei Bohrarme, damit ich das hier mal testen kann, was mir Zocker Kitty vorgeschlagen hat. Und dafür müssten wir mal eben kurz sehen, wo wir das herstellen können. Also hier geht das schon mal nicht. Ach nee, wir müssen das ja auch erst frei forschen. Ah, ja, stimmt ja. Da war ja was. Aber da das The Divert Angel macht, ist das kein Problem. Das geht da ja immer schnell. Und seht ihr? Wir haben hier keinen Beschleuniger mehr. Für Schlafen. Keinen Schlafbeschleuniger mehr. Das war wahrscheinlich wirklich wegen der Ideologie. Ich hätte mir das auch nicht erklären können. Weil eigentlich haben wir keinen Schlafbeschleuniger. Aber momentan ist sowieso alles so ein bisschen weird im Spiel. Also an manchen Stellen, wo ich mich dann auch frage, ob das so gewollt ist oder nicht. Naja, auf jeden Fall Bohrarm erhöht die Geschwindigkeit, die Tiefenbohrgeschwindigkeit und halt auch den Gesteinsabbau. Aber vor allem Tiefenbohrgeschwindigkeit. Und wenn ihr euch das mal zwei vorstellt, man kann ja beide Arme ersetzen, das ist schon nett. Das Problem ist, wir verlieren die Person im Nahkampf und die Bewegungsgeschwindigkeit geht deutlich runter. Das heißt, irgendwann bionische Beine sind Pflicht. Ist einfach so. Weil 16% runter, das ist schon eine Menge. Und da müssen wir irgendwie ausgleichen. Gut, ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung von Soccer Kitty. Sozial wirklich sehr gut. Das entwickelt sich sehr, sehr schön. Und das ist auch wirklich wichtig. Ist momentan 3 Jahre alt. Das dauert noch einige Jahre, bis Soccer Kitty dann sich entwickelt. Aber dafür geht die Wachstumsstufe jetzt schon ordentlich hoch. Das heißt, wir werden wahrscheinlich beim ersten Level-Up werden wir sehr, sehr gute Optionen haben und verdammt gute Werte verteilen können. Das ist halt auch irgendwo halt die Investition, die man halt mit so einem Kind hat. Ja. Weil man einfach das so nach seinen Willen... nach seinen Willen gestalten kann. So. Gut. Nur Ende muss man eben die Beine abmachen hier. Weil dann haben wir hier 3, die uns halt Hämogen geben. Das ist schon verdammt gut. Und ausreichend vor allem. Dann hat Arnik immer was zu futtern. Und ich will mal eben kurz sehen, ob das Arnik war vielleicht, der mit Bergbau... Ich weiß gar nicht mehr, wer den Bergbau gemacht hat. Wir hatten irgendeinen, der Bergbau gemacht hat, der nicht Sophia war, weil Sophia halt so langsam dahin geschlichen ist, aber... Kann das sein, dass Sophia das gewesen ist? Ist ja eigentlich auch egal. Gut. Das ist auf jeden Fall, was wir die Tage angehen werden. Alpha-Biber. Was ist denn hier mit den Tierwanderungen los? Egal. Sophia muss auf jeden Fall geholfen werden. Das geht nicht mehr. Aber es dauert halt.
Wir kriegen ja kein Serum. Das ist ja gerade die Kacke. Wir könnten. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich vorhabe. Aber in 16 Tagen können wir theoretisch Sophia helfen. Weil Arnik wird dann Sophia. Wobei, wir könnten ihr auch das mit den Narben narbenlos einfach geben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre sogar eine sehr gute. Dann bräuchte sie kein Dings werden und könnte trotzdem. Ja, doch. Aber wir haben Archogenetik nicht. Genau, also müssen wir eigentlich. Genau, das war das Problem. I remember. Aber wir können trotzdem mal gucken, was der Großhändler dabei hat. Vielleicht hat er irgendwas dabei, was uns helfen wird. Und dann werden wir diese Folge auch beenden. Übrigens habe ich mein Brot gebacken heute. Mein zweites Brot schon. Das erste war richtig lecker. Das zweite ist noch besser. Und ich muss sagen, mit der Küchenmaschine kann man einfach so hammergeile Brote machen. Wobei, meine Brote gehen dann nicht so wirklich auf. Liegt wahrscheinlich am Vollkornanteil. Aber sie sind trotzdem nutzbar. Sagen wir es so. Also sie gehen schon in der Menge hoch, dass man sie nutzen kann. So, bla bla bla. Oh Gott, ich bin müde. Tut mir leid. Jack, Weibchen. Die Jacks hätte ich gerne genommen eigentlich. Die sind auch nicht schlecht. Ich meine, die haben eine gute Tragekapazität. Ich glaube, die produzieren auch was. Ich glaube, Milch, ne? Oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall gut. Aber naja. Egal, wir können ein bisschen was zu essen verkaufen. Ich würde sagen, das können wir uns momentan auch erlauben. Wir könnten uns auch mit denen anfreunden. Das sind. Von wem sind die? Ich weiß gerade gar nicht, von wem die hier sind. Pack der Buguaba. Ach, das sind die. Ach nee. Können wir stecken lassen. Auf jeden Fall mal ein bisschen Geld. Geld können wir immer gebrauchen. So. Sind auch modernisiert. Das heißt, wir haben jetzt auch Handelsschiffe zur Verfügung, was ganz wichtig ist. Und wir können hoffentlich bald endlich Diablos machen. Weil Diablos wird uns bei dem Max voranbringen. Das heißt, wir können zum Beispiel hier Pikeniere machen. Und Pikeniere werden uns, denke ich, schon voranbringen. Wir können auch Schnittchen machen. Schnittchen haben einen Schaden von. Steht das hier irgendwo? Nahkampf ausweichen. Nein, steht da nicht. Also ich sehe es zumindest nicht. Vielleicht bin ich auch blind. Bin ich übrigens wirklich zur Hälfte. Aber RimWorld Max. Michael, vielleicht ist er da drinnen. Der ist da auf jeden Fall aufgelistet. Hier ist er, der Scyther. Scyther. Was hat er für einen Schaden? Filfrate, bla bla bla. Ich will wissen, was der für einen Schaden hat, Kumpel. 20 Damage, also verschiedene Attacken hat er. Er macht aber 20 Schaden. 20 Cut Damage. Steht hier zumindest. Also die haben, genau, 20 Schaden bei diesen Blades. Also die haben da so Klingen dran. Und diese Klingen, die machen 20 Schaden. Wenn wir das mal vergleichen mit einem Monoschwert, das macht 19. Aber hat auch eine Nahkampfdurchdringungsrate von fast 100%. Das Ding ist deutlich besser. Wenn wir das allerdings mal mit einem Trumbo-Hörnchen vergleichen, ja, da ist ein Schnitter vielleicht gar nicht schlecht. Die Frage ist halt, ob Schnitter so viel aushalten. Die sind aber eigentlich gar nicht schlecht. Nur ist halt die Frage, was uns mehr bringt. Ich würde es gerne drauf ankommen lassen. Bisher sind Nahkämpfer so ziemlich der Stärkste. Ich habe Schnitter noch nicht ausprobiert. Ich würde aber gerne probieren, ob die gut sind.
Vor allem können wir damit dann vielleicht auch so ein bisschen die Front so ein bisschen verbessern. Weil manchmal, auch selbst wenn wir die vorne haben, gerade wenn gegnerische Nahkämpfer kommen, gegen gegnerische Nahkämpfer ist ein bisschen doof, weil man möchte ja nicht Arnik reinschicken oder so, der dann auf die Fresse kriegt und nicht mehr nutzbar ist für den ganzen Kampf. Ist natürlich dann auch ein bisschen doof. Gut. Gut. Da müssen wir mal gucken. Nächste Folge wird es weitergehen. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal und tschüss.